Könnte ich denn den... Da ist echt ein geheimer Keller im, in Williams Spind. Na dann. Dieser William. Hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies. Okay. Ich hab Angst. Okay, es wird heller. Seepferdchen. Kiste mit Seepferdchenabzeichen. Ach, die sind noch von meiner Flüchtlingshilfsaktion Seepferdchen für Afrika übrig. Na dann. Ach, die liegen eigentlich ganz gut. Jo, lass mal sie liegen. Hier hätte der Trödeltrupp sicher seine große Freude. Ja, Kiste mit Krempel. Okay, können wir was Say nehmen? Say what? Können wir nichts nehmen? Können wir rausgucken. Fehlt nur noch Walter und der Frauenknast ist perfekt. Okay. Ernsthaft? Nein, geht nicht. Skelett. Lena hat aber ganz schön zugelegt. Böse. Die muss hier bleiben. Die muss hier bleiben. Nur reden mit dir. Charlotte, bist du es? Oh, grenzwertig. Grenzwertig, Jan. Eine Gurke. Nahrung oder Sexspielzeug? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Was nehmen? Nein. Nein. Latexanzug? 50 Shades of Cone. 50 Shades of Cone. Ich lass ihn lieber hier. Okay, lass mal lieber hier. Eine Maske. Ich will gar nicht wissen, was er damit macht. Das will niemand, lieber Jan. Das will Nein. niemand. Nein. Nein, auch nicht. Geht das alles nicht? Handschellen. Hoffentlich liegt hier nirgendwo der dazugehörige Polizist. Wow, Glump. Ganz viel Glump, ich wollte es gerade schon sagen. Können wir die Handschellen ja, nehmen? Ja, witzig. Witzig, okay. Kanister? Da steht ein Kanister. Können wir den wenigstens mal... Irgendwas muss man doch machen können hier. Okay, wir haben einen Kanister. Prima. Was ist hier? Medizinschrank. Williams Medizinschrank? Gruselig. Gruselig. Den kann man aufmachen. Gummihandschuhe. Ein paar Gummihandschuhe. Ein paar Gummihandschuhe. Jo. Nehmen Sie mit. Nehmen Sie mit. Okay, prima. Glump. Ach, du dickes Ei. Jede Menge leerer Glumpdosen. Das erklärt einiges. Jo, können wir da welche mitnehmen? Ach, scheiß aufs Dosenpfand. Weg mit dem Gerümpel. Zehn Minuten später. Willy Vanilli? Da ist er. Da ist er und er pennt. Der alte Tiger hat sich mal wieder ins Koma getrunken. Der Fuck. Alte Ihm Ziege. Ist wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen. Mhm. Der hat scheinbar echt eine dicke Party hinter sich. Da hilft nur eins. Damit er rechtzeitig wieder auf die Beine kommt, muss ich ihm ein Konterglump Trademark verabreichen. Konterglump? Okay, wir brauchen also mehr Glump. Hi Jan. Bastel Brothers. Bastel Brothers. Ihr kommt gerade richtig. Habt ihr noch Glump für mich? Leider nicht, aber wir können dir das Rezept geben. Diktier's bitte in meine Apple Watch aus purem Gold. Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, Zack alles fertig. In Kanister, gut schütteln, Zack fertig. Glump. Glump. Ach cool, okay. Danke, das klingt ja unkompliziert. Wenn du noch Fragen hast, du findest uns in der Werkstatt. Na gut, versuchen wir ein bisschen Glump zu mixen und Sachen zu finden. Apropos Bastel Brothers, gibt's mal auf YouTube ein. Geile Videos. Okay, William, was können wir in Bowlingkugel? Ist das eine Bowlingkugel, die William in der Hand hält? Keine Chance. Kann man nicht er hat sich fest in seinen Klauen. Der dünne, blasse Junge trägt den dicken alten Mann. Sehr lustig. Sehr lustig. William Cohn. So stelle ich mir eine Geburt vor. Jo. Hallo, William. Okay. William, du musst aufwachen. Die Show fängt gleich an. Okay. Raus aus den Federn, alter Mann! Du bist ein übel riechendes, glumpgurgelndes Schwein.
Da hilft nur eine Dose Konterglump. Trademark. Okay. Also brauchen wir die Glump-Sachen. Dann gehen wir mal wieder hoch. Irgendwas werden wir doch jetzt mit den Infos anfangen können, oder? So, gehen wir mal wieder raus. Die Bastel Brothers haben wieder alle Türen aufgelassen. Ja, prima. Dann können wir doch da raus. Okay, aber du hast bestimmt noch ein bisschen was für uns, oder? Infos. Hallo, Captain Obvious. Hallo, Jan. Warum hat William sich eine Bowlingkugel mit nach unten genommen? Die auf seinem Hals oder die in seiner Hand? Spaß beiseite. Ich hab keine Ahnung. Das musst du schon aus ihm rauskitzeln. Sehr hilfreich. Sehr hilfreich. Wo um alles in der Welt soll ich Alpakaschweiß herbekommen? Kurz vor der Sendung reibt sich William immer an den Alpakas. Das bringt Glück. Ah, stimmt, der Pulli. Der Pulli ist ja auch aus Alpaka-Wolle. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Haha, das hast du gemacht. Das heißt, wir brauchen Cola, wir brauchen Alkohol, Alpakaschweiß und es war noch irgendwas. Habe ich gerade auch schon wieder vergessen. Aber einen Alpakaschweiß haben wir in dem Pulli auf jeden Fall. Was gibt's denn hier? Diese Tür ist irrelevant. Irrelevant. Hat sich eingeschlossen. Hat sich eingeschlossen. Poster. Ein Tourplakat vom Beate Zschäpe Musical. Ja, da hat selbst Andrew Lloyd Webber geweint. Da will doch kein Mensch hin. Top-Pflanze. Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Na, dann muss das Ding aber ganz schön... Nein, danke. Ganz schön florieren, die Pflanze, oder? Ach nee, ist ja salzig. Komplett ausgetrocknet. Garderobe von Adi. Das ist die Garderobe von Adi. Direkt neben meiner. Zufall? Zufall? Hat sich eingebunkert. Hat sich eingebunkert. Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Moment, Postproduktion ist happy und wer hat das? Diese Pflanzen werden mit den Tränen der... Ach so, okay, genau gleich, na dann. Was auf dem Poster? Ponyboxen mit Jürgen Domian. Ach, Domian, oh Mann. Lüftungsschacht, da müssen wir bestimmt noch rein. Hier haben wir Joko und Klaas schon mal beim Spionieren erwischt. Ah, okay. Können wir nicht rein, was gibt's hier? Bits im Kies, das war geil! Wie zum das ist das Tourplakat von Photoshop Philipp. Photoshop Philipp übrigens. Auch auf YouTube suchbar. Hier geht's auch irgendwo rein. Poster. Ein Plakat vom Satanstrianglisten, meinem ersten Film. Okay. Ein Plakat von Zirkus Halligalli zur Abschreckung meiner Mitarbeiter. Damit sie wissen, wo sie landen, wenn sie sich nicht genug anstrengen. Gut zu wissen, Jan. Gut zu wissen. Kopierer. Hoffentlich hat Photoshop Philipp nicht wieder was im Kopierer vergessen. Finden wir es heraus. Zwar auf die komische Weise, anstatt ihn einfach aufzuklappen, aber finden wir es heraus. Was ist hier drauf? Sieht aus wie eine Quittung. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau, für ein Filmteam, inklusive zwei Wumbo-Figuren. Genau 1000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Hoffentlich. Na, hoffentlich. Gehen wir mal hier rein. Ah, das ist die Werkstatt. Okay. Da ist ein Trichter. Trichter Alexander Holt. Manchmal weiß ich nicht, was ich zu den Gags sagen soll. Die sind einfach so stumpf. Trichter Alexander Holt. Was haben wir hier? Eine Mikrowelle. Der Thermomix des kleinen Mannes. Das stimmt. Och, nie hat man Popcorn dabei. Nie hat man Popcorn dabei. Lampe. Hier liegt nichts mehr rum. Schraubstock. Den haben die Bastel Brothers vom Schraubstock-Festival. Okay. Leider fehlt die Kurbel. Leider fehlt die Kurbel. Die Kurbel fehlt. Die Kurbel fehlt. Sehr gut. Luftballons. Ob Dende auf Helium eine normale Stimme hat? Das ist eine gute Frage. Da lasse ich mir lieber von Ju. Okay, das geht nicht. Aber mit den Bastel Brothers können wir nochmal reden. Das sind die Bastel Brothers. Marcel Magic und Simon Spectacular. Hallo Bastel Brothers.
Brazzers. Okay. Hi, Bastel Brazzers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Sag mal, was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedecke, Aktenvernichter, zack, fertig. Lametta. Okay. Wie war nochmal das Rezept? Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. Okay. Ach, schon gut. Hand nehmen, schütteln, zack, fertig. Tschüss. Tschüss. Okay. Aber wir können doch bestimmt mit dem Pulli hier ausquetschen für den Alpakaschweiß, oder? Das wird mir gerade so einfallen. Er macht sogar. Aber da fehlt die Kurbel. Wir brauchen eine Kurbel. Hier liegt keine mehr rum, ne? Aber wir haben noch ein bisschen was offen. Wir haben noch unser eigenes Büro. Meine Garderobe. Gehen wir rein. Ach, guck an, das alte Studio. Neo-Magazin-Studio ohne Royal. Monitor? Nur Rauschen. Das könnte ProSieben doch ab 2016 statt TV Total senden. Lustiger wär's. Oh, wow. Okay. Braucht kein Mensch. Meine Moncler-Jacke. Gefüllt mit K1s Echthaar. Ja, dann nimm die doch mal. Hier ist es schon warm genug. Okay. Kiste Cola. Cola ist mein Schmusi. Schmusi. Aber sagt bloß keinem, dass ich gar keinen Glump Trademark trinke. Okay, das sagen wir nicht. Dann nimm doch mal schnell eine Cola, bevor ich wieder zitter. Ja, prima. Brauche nur noch was zum Öffnen. Was zum Öffnen? Computer. Microsoft, das Apple des kleinen Mannes. Das stimmt. Oh, Heiland. Oh, Heiligerei. Windows 95. Nice. Sogar mit Geräuschen. Traumhaft. So war das vor 20 Jahren. Stark. Manager-Spielzeug. Das sind meine Eier aus Stahl. Jetzt nicht. Sessel, Fenster. Schön draußen. Wenn die Sonne kommt, muss ich aber zuziehen. Wegen des Tins. Eine Schublade. Pass mal auf. Der Schlüssel zur Teamtoilette. Ach ja, hier hatte ich ihn hingelegt. Wir kommen jetzt in die Teamtoilette. Prima. Noch was drin? Jetzt ist er leer. Mach sie zu. Serviette. 25.000 Stück Laugengebäck für den Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Bestimmt. Laugengebäck, cooler Song. Auf YouTube. 25.000. Ja, ob man das bei. Ist ja gut. Adi-Action-Figur. Die Adi-Action-Figur. Mit Action kannte der sich ja aus. Oh. Arm rauf, Arm runter, Arm rauf. Ach, das wird nie langweilig. Oh, ganz schön viele Hitler-Witze in dem Spiel tatsächlich. Rudi Carell. Ich mag es, wenn Bilder von mir an der Wand hängen. Ist wie zu Hause. Kannst du mitnehmen? Das bleibt schön hier. Sehr gut. Der Prism Computer. Der spart uns 30 Mitarbeiter. Jo. Was? Woher weißt du das? Was? Thomas Gottschalk auch? Ja, was denn nun? Du Schmierölklumpen. Sag nicht immer, du wirrköpfiger Philosoph zu mir. Ein Longboard. Überall diese verdammten Longboards. Longboards sind Wrongboards. Ja. Nur Skateboards sind das Wahre. Das stimmt. Jetzt nicht. Okay, außerdem habe ich keinen Führerschein. Stimmt, er hat ja keinen Longboard-Führerschein. Da gab es ja mal Beef mit einem YouTuber. Mülleimer. Ich trenne Fanpost und Hate-Mails. Okay. Nimm was mit. Eine Beefbombe von Campino. Eine Beefbombe. Endlich wieder Beef. Da ist nur noch Fanpost. Nur noch Fanpost, sonst okay. Aber eine Beefbombe, die können wir doch dem Beefträger bringen. Ja, dann machen wir das doch auch mal. Dann gehen wir jetzt nochmal nach links. T
Teamtoilette machen wir später. Gehen wir erstmal zum Beefträger. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Falsche Tür. Ich bin Steuerprüfer, Bitch. Steuerprüfer, Bitch. Ja, ich bin hier, um Ihre Steuer zu prüfen. Ja. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Steuerprüfungen kommen immer dann, wenn es einem am wenigsten passt. Warum haben Sie eine Maske auf? Ich bin eigentlich Gangster-Rapper und will mir meinen guten Ruf nicht ruinieren. Nebenbei mache ich nämlich Steuerprüfung. Na dann. Ich mache eine kurze Pause, ich bin kurz auf Toilette und dann geht's weiter. So, Toilettenpause Ende. Weiter geht's. So, dann schauen wir doch mal rein in die in den Situation Room zum Beefträger. Wo ist Bart hin? Der ist wahrscheinlich hier raus, okay. Aber erstmal klären wir das mit dem Beefträger. Wer sind Sie? Ich bin der... Ah. Dankeschön, kann ich Sie... Tut mir sehr leider... Hat man das schon? Ich glaube, ich muss das eine so machen. Eine Beefbomb... Könnten Sie kurz aufhören, Ihre Füße zu rommeln? Na gut, aber ungern. Aber ungern. Ich habe hier etwas, das Ihnen gehört. Juhu, eine Beefbombe von Campino. Da muss aber noch Porto drauf. Da muss aber noch Porto drauf. Können wir jetzt die Rommel mitnehmen? Eine Hornhautrommel. Eine Rommel. Hat Adi damals aus dem DM mitgebracht. Na dann. Na dann. Ah, wir können sie mitnehmen. Prima. Auch weiß ich, wenn ich noch keine Ahnung habe, was wir damit sollen. Sonst haben wir, glaube ich, alles. Gehen wir mal hier raus.